Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Urknall, Weltall und das Leben. Heute schauen wir uns mal wieder eine Pressemitteilung an, eine, die das Max-Planck-Institut betrifft, in dem ich arbeite, unser Teilinstitut in Greifswald. Da wurde letzte Woche in der Pressemitteilung verkündet, Wendelstein 7X, der Stellarator, erreicht einen neuen Meilenstein. Hier gab es nicht nur bei uns, sondern ich zeige es jetzt nicht im Detail, sondern auch wurde aufgegriffen von der Presse. Und die Frage ist natürlich, was hat der Wendelstein da gemacht? 8 Minuten, 1,3 Gigajoule, was bedeutet das? Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. For the English-speaking persons, you will find an English version of this video on VideoVision, where the link you will find below. So, also, Stellarator Wendelstein 7X, 8 Minuten lang Dauerbetrieb, Plasmabetrieb. Was steckt da dahinter? Und ich möchte ein bisschen ausholen und was zu W7X erzählen. Wir haben schon ein paar Videos gehabt, auch diese Vorträge von mir, die aufgezeichnet sind, wo ich was dazu erzähle. Ich möchte trotzdem von vorne anfangen, sozusagen, nochmal daran erinnern, es gibt Tokamak und Stellarator. Die sehen so aus. Links sieht man den Tokamak, wie zum Beispiel das ASTEX-Upgrade-Experiment hier in Garching oder JET in England oder den ITER, der in Cadarache aufgebaut wird. Das ist eine relativ einfache Struktur, in der das Magnetfeld, der Magnetfeldkäfig durch eine Kombination von einem Plasmastrom, das Gelbe ist das Plasma auf der linken Seite, und dann eben den Toroidalfeldspulen, dem Feld von diesen roten Spulen erzeugt wird. Das ist einfach von der Geometrie her, ist aber gepulst, weil man eben den Strom immer treiben muss, der da drin ist. Und dann gibt es den Stellarator auf der rechten Seite, der macht beide Feldkomponenten, poloidal und toroidal, also diese verschraubten Feldlinien im Plasma, mit externen Spulen. Das ist komplexer, sieht man den Spulen sofort an, dass die dreidimensionale Gebilde sind. Und andererseits ist es inhärent stationär. Und ich habe nochmal hier so ein Bild von W7X, das ist das Plasma von W7X, also das Innerste sozusagen, das ist der Magnetfeldkäfig, der wurde optimiert nach 7 Kriterien. Gehe ich jetzt im Einzelnen nicht drauf ein, welche das waren. Dann kommen die Spulen außenrum, die sehen ungefähr so aus. Die sind supraleitend im W7X, können also dann verlustfrei den Strom tragen, wenn sie tief genug runtergekühlt sind. Es gibt einen zweiten Satz von Spulen, den man drauf tut, sozusagen um die Variation der Magnetfeldgeometrie experimentell bewerkstelligen zu können. Dann kommt eine Tragstruktur, Anschlüsse für alle möglichen Wasser, Kühlwasser, Kabel, Elektrizität. Und außenrum kommt der Kryostat. Den sieht man hier so zum Teil. Und wenn er fertig ist, sieht man vom W7X gar nichts mehr. Und dann sieht man den Kryostat außenrum. Und dann sind draußen eben minus 270 oder in dem Kryostat drin minus 270 Grad Celsius. Und dann sind die Spulen supraleitend. So, das ist jetzt also die Maschine W7X und die ging in Betrieb 2015 bzw. 2016 mit zwei verschiedenen Arten von Gas, erst Helium, dann Wasserstoff. Die lief dann in der Experimentierkampagne bis 2019. Ich habe immer mal wieder was davon erzählt. Ich zeige gleich ein paar Bilder, was erreicht wurde, um das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. Und dann kamen immer wieder Fragen in den Chats unter den Videos, was macht eigentlich W7X? Warum hört man nichts von W7X? Die Antwort ist, wir haben W7X bis 2019 betrieben und dann haben wir es umgebaut, und zwar ein großer Umbau, da gehe ich auch noch drauf ein, und dann wieder in Betrieb genommen im letzten Jahr, 2022. Und was es damit auf sich hat, will ich heute noch ein bisschen näher erläutern. Vorher aber noch mal so ein bisschen, was waren die Ergebnisse von W7X? Habe ich noch ein paar Grafiken dazu. Ein Ergebnis war, dass die Magnetfeldgeometrie mit sehr, sehr hoher Präzision erreicht wurde. Hier sieht man sichtbar gemachte Magnetfeldlinien, sozusagen, da laufen Elektronen lang, die dann sozusagen auf ein fluoreszierendes Material treffen und es zum Leuchten bringen. Und man sieht sozusagen diese Struktur, so wie sie vorher berechnet war. Wenn das nicht der Fall wäre, wird man da Chaos sehen und nicht diese schönen Linien. Und dann ist W7X in Betrieb gegangen, wurde betrieben. Es gab zwei tolle Ergebnisse. Das eine war im Kurzpuls, also für eine Sekunde vielleicht, wurde das Trippelprodukt, also der Parameter, der zeigt, wie nah man eigentlich an dem Erfolg der Kernfusion ist in so einer Maschine, Dichte mal Temperatur mal Energieeinschlusszeit. Der rote Punkt da drin ist W7X. Vorher lagen diese Punkte deutlich tiefer.
Und das ist eigentlich ein schönes Ergebnis gewesen, war auch der Nachweis dieser Einflussoptimierung von B7X. Und das andere, und da geht es so ein bisschen heute drum, ich hatte ja gesagt, der Stellarator macht sein Feld nur mit externen Spulen, mit Strömen in den externen Spulen, braucht keinen Plasmastrom und deshalb ist er nicht gepulst, sondern inhärent stationär und auch das hatten wir in W7X gezeigt. Hier ist so eine Entladung, die habe ich öfters in Vorträgen gezeigt und immer wieder gesagt, da ist eigentlich alles stationär und das ist ganz langweilig, die läuft jetzt 30 Sekunden. Das ist ganz langweilig und es ist toll, dass es so langweilig ist, weil das Plasma soll langweilig und ruhig sein. Das Plasma soll nicht irgendwie zappeln und sich bewegen und sozusagen große Exkursionen machen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Diese Entladung dauert 30 Sekunden und nach den 30 Sekunden wird die Entladung beendet. Und die wird beendet, weil die darin umgesetzte Energie, also Energie ist Leistung mal Zeit, das ist praktisch die Leistung, die eingestrahlt wird, in dem Fall so 4 bis 5 Megawatt Heizleistung, mal der Zeit. Und dieser Wert, diese Energie ist begrenzt durch die Kühlung der Komponenten des W7X. Da hat man nämlich zum Beispiel die sogenannten Divertor, haben wir auch schon mal erklärt, die erste Wand, wo das Plasma mit der Wand in Berührung kommt. Und da kommt ein Haufen Leistung drauf, die Leistung heizt diese Komponenten auf und bisher war, bis 2019 war der W7X trägheitsgekühlt. Das heißt, da war im Wesentlichen eine große Wärmesenke und trägheitsgekühlt heißt einfach sozusagen, man heizt diese Wärmesenke immer weiter auf. Im Gegensatz zu stationärem Betrieb, wirklich, wo die Temperatur nicht mehr hochläuft, läuft bei der Trägheitskühlung die Temperatur die ganze Zeit hoch und man lebt davon, dass man so eine große Wärmekapazität hat, dass das Ganze eben nicht zu heiß wird. Vielleicht denkt man an einen Ofen dabei, wenn ich so einen Holzofen im Wohnzimmer mit Holzscheiten, wenn ich den anfeuere, dann wird der erstmal heißer. Und das ist dieses trägheitsgekühlte System oder trägheitsgekühlte Verhalten, nämlich ich heize den auf und die Wärmeenergie geht da rein, die Struktur, wenn das ein gusseiserner Ofen früher gewesen ist, der hat ganz hohe Wärmekapazität, das heißt, da geht die Wärme erstmal da rein, um das Ganze auf Temperatur zu bringen, da wird immer heißer und heißer und irgendwann ist die Wärme, die in dem Fall durch Strahlung abgegeben wird, so groß die Wärmeverluste, dass sie die eingebrachte Energie gerade kompensieren und dann stellt sich eine konstante Temperatur ein. Das war beim W7X bisher nicht der Fall. Also der ist immer sozusagen heißer und heißer geworden. Dann musste man abschalten, weil er so heiß geworden ist. Und wenn man wirklich zeigen will, dass das Ganze stationär ist, dann muss man eigentlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich will jetzt auch die Komponenten so kühlen, mit Wasserkühlung in dem Fall, dass ich tatsächlich wohin komme, wo alles stationär ist. Und das ist das eins der ursprünglichen Ziele von W7X gewesen. Wir hatten gesagt, wir betreiben die Maschine bis 2000, zwischen 2016 und 2019 erstmal so, dass wir zeigen, dass die Plasmaphysik stimmt, dass wir das in kurzen Pulsen machen können und dann gehen wir zum Langpulsbetrieb über. Jetzt klingt das so ganz einfach, wir schließen Wasserkühlung an und dann ist es halt stationär. Bei so einer großen Maschine und so einer komplexen Maschine ist das natürlich nicht der Fall und das sieht man auf den Folien, die ich da vorbereitet habe. Also hier gibt es so ein Bild während der Installation, schaut mal da rein. Links sieht man eigentlich nur Werkzeuge, sozusagen dieser Verhau, wenn man das so nennen will, von Dingen sind Werkzeuge, die wir anbringen, um diese Graphitkacheln dann wirklich montieren zu können. Auf der rechten Seite sieht man, wie die montiert werden. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da ein armer Monteur liegt, der so über Kopf, was in dem Gefäß mit diesem weißen Werkzeug, das ist eine sogenannte Positioning Unit, das ist also was, was das genau in Position bringt und hält. Und der schraubt da gerade was an. Und die Maschine ist ja ziemlich groß und man muss das alles mit sehr hoher Präzision einbringen und dazu dafür sorgen, dass alles mit Wasserkühlung versorgt wird. Und in meinem schönen Bildchen, wo ich gezeigt habe, da ist erst das Plasma und dann kommen die Spulen dazu und dann kommen die Anschlüsse dazu. Was ich nicht gezeigt habe, ist jetzt auf der nächsten Folie zu sehen. Das sind die Wasserrohre. Das ist die Wasserverrohrung von W7X. Das ist ein riesiges Netzwerk von Wasserrohren, die da angeschlossen werden. Das muss alles dicht sein, muss ja alles unter Vakuumbedingungen laufen und muss dann vom Druck so abgeglichen werden, wer schon mal Heizungsinstallateur, schon mal eine Heizung in Betrieb genommen hat, in einem Haus Heizungen in Betrieb genommen hat, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, damit das Ganze unter gleichem Druck läuft und dann letztlich miteinander sozusagen abgeglichen die Wärme abführen kann. Das hat tatsächlich fast 3 Jahre gedauert.
bis das Ganze fertig war. Es war nicht klar, ob das sozusagen ohne, wenn man es in Betrieb nimmt, ob dann nicht doch irgendwo ein Leck ist und das ohne Fehler abgeht. Es hat perfekt funktioniert. Wir waren selbst stolz darauf, wie gut es eigentlich funktioniert hat. Die Maschine sieht dann so aus. Auf der linken Seite sieht man es von außen und da sieht man eben, dass jetzt da wirklich sozusagen noch Verrohrung dazugekommen ist, die vorher nicht da und die extrem komplex ist. Auf der rechten Seite guckt man jetzt ins Plasmagefäß rein und sieht die Wandelemente da drin. Und das war der große Umbau. Und dann haben wir die Maschine in Betrieb genommen. 2022, keine Lecks, hat sehr gut funktioniert alles. Und dann kann man hergehen und sagen, wir werden jetzt versuchen, den Dauerbetrieb eben zu zeigen. Und eigentlich von der Plasmaphysik her ist es noch gar nicht mehr so super spannend, wenn man so will, weil die intrinsische Zeitskala der Plasmaphysik sind Hunderte von Millisekunden beim Energieeinschluss und vielleicht Sekunden bei der Veränderung von Strömen, die in dem Plasma fließen, aber Minuten sozusagen, da ist im Plasma alles im Gleichgewicht. Aber wenn man zeigen will, dass man das stationär machen kann, dann muss man eben doch dahin gehen und sagen, wir müssen die ganze Technologie beweisen, zeigen und müssen zeigen, dass wir das auch wirklich auf diesen langen Zeitskalen können. Und dazu ist der W7X jetzt eben in der Lage. Übrigens ganz interessant, wollte ich an der Stelle mal erwähnen, dass die Technologie, um so eine stationär gekühlte Wärmekachel zu machen, eine ganz andere ist als die, wenn man so eine inertial gekühlte Kachel macht. Also man kann sich vorstellen, wenn ich so eine inertial gekühlte Kachel mache, da oben ist das Plasma, da kommt die Wärme aus dem Plasma in irgendeiner Form als Strahlung oder längs der Feldlinie und läuft auf diese Kachel drauf. Hier, also die wäre jetzt da so perspektivisch gezeichnet, da oben Wärme belastet. Wenn ich die inertial gekühlt machen will, dann muss das im Wesentlichen ein massiver Block sein und irgendwo unten kann ich ein Wasserrohr anbringen, was vielleicht dafür sorgt, dass die Wärme dann irgendwann mal abgeführt wird. Aber ich will ja zunächst in meiner Plasmaentladung nur den ganzen Block aufheizen und dann Zwischenentladung in langer Zeit das Ganze wieder rausbringen. Wenn ich das in diesem stationären Regime machen will, also in dem, wo sozusagen nicht mehr sich die Temperatur des Blocks verändert, dann sieht es genau andersrum aus. Dann würde die Temperatur immer weiter und weiter ansteigen auf der Oberfläche und deshalb muss ich die Wärmesenke, in dem Fall mein Kühlrohr, relativ nah an die Oberfläche bringen, weil der Temperaturgradient, also die Differenz zwischen der Temperatur des Kühlwassers und der Oberflächentemperatur, ist letztlich gegeben durch die Wärmeleitfähigkeit und dann durch den Abstand. Und dann muss plötzlich dieser Abstand hier, wenn man den nennt, besonders klein sein. Und das heißt, das ist nicht mehr ein massiver Block, sondern es ist eine relativ filigrane Struktur, wo die Wasserkühlung ganz in der Nähe davon sitzt. Und der hat auch gar keine hohe Wärmekapazität, sondern ganz im Gegenteil, das muss so sein, dass die Wärme möglichst schnell ins Kühlmittel transferiert wird. Es führt auch dazu, dass wenn man Fehler macht, sozusagen das nicht besonders fehlerresistent ist. Deshalb war es auch gut, den W7X zuerst mit diesen trägheitsgekühlten sehr trägen Wärmekacheln in Betrieb zu nehmen und erst dann umzubauen darauf. Und jetzt kommen wir tatsächlich nach 10 Minuten Vorrede zu dem eigentlichen Ergebnis. Wie sieht es aus? Ich zeige wieder so ein Video, wie ich das vorher schon getan habe. Das sieht man jetzt hier auf der linken Seite. Das ist die Plasmaentladung und die hat das gleiche Feature wie vorher. Die Plasmaentladung, die 30 Sekunden lang war. Die ist extrem langweilig. Also man guckt hin und es passiert nichts mehr dabei. Was für uns toll ist, weil das heißt, wir können es stationär machen. Die hat den Unterschied zu der vorherigen Entladung, die ich gezeigt habe, dass man jetzt nicht mehr abwarten kann. Da müsste ich jetzt 8 Minuten lang reden, bis das Video vorbei ist und das Bild verändert sich praktisch nicht. Also 8 Minuten ist jetzt wirklich eine lange Zeit sozusagen, in der das alles stationär ist. Und stattdessen zeige ich ein Zeitraffer-Video auf der rechten Seite, wo zu sehen ist, dass die Das ist jetzt eine Infrarotkamera, die guckt auf die wärmebelasteten Komponenten und da sieht man, dass die schon heiß werden und sich aufheizen, aber nach einer relativ kurzen Zeit ins thermische Gleichgewicht gehen. Und das heißt, da haben wir jetzt eine Temperatur von vielleicht 500, 600 Grad oder so an der Oberfläche, aber die bleibt stationär auf diesem Wert. Das ganze Video läuft jetzt innerhalb von ein paar 10 Sekunden durch und ist sozusagen im Zeitraffer, dass es die 8 Minuten beinhaltet dabei. Jetzt ist gerade vorbei. Und man sieht eigentlich auch da, dass die Stationarität voll erreicht worden ist. Vorher waren es 75 Megajoule, die in das Plasma eingebracht wurden. Jetzt sind es 1,3 Gigajoule. Das heißt, es ist 170 Mal mehr, als wir im Jahr
2019 durch das Plasma durchschleusen konnten, sozusagen. Und die Zahl ist auch größer als der Meilenstein, den wir uns selbst gesetzt haben. Der war 1 Gigajoule und wir sind jetzt bei 1,3 Gigajoule. Jetzt habe ich schon Meilenstein gesagt. In einem, ich glaube, im letzten Video vorher war so ein bisschen Durchbruch. Dauernd gibt es Durchbrüche in der Kernfusion. Ist es ein Durchbruch? Da habe ich auch versucht zu definieren, was für mich ein Durchbruch ist. Vielleicht was Unerwartetes, was einen sozusagen unerwartet näher ans Ziel bringt. Und sozusagen, das hier ist ein Meilenstein. Das ist kein Durchbruch von der Art, dass wir nicht erwartet hätten, dass es so ist. Aber es ist eine extrem befriedigende Bestätigung dessen, dass die Maschine umgebaut würde und so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und das ist eigentlich das Tolle, dieser Meilenstein, der gesetzt wurde, um zu zeigen, das Ding funktioniert so, wie man sich das vorgestellt hat. Der hat funktioniert. Und was wollen wir damit zeigen? Sozusagen, wo ist es, außer dass man jetzt auf die Uhr guckt und sagt, das ist aber langweilig, wo ist es spannend? Spannend ist es an einer anderen Stelle. Das deute ich mal bis jetzt nur an, weil die Experimente noch nicht fertig sind dafür. Aber spannend ist es, wenn man sich anguckt, wie sieht es denn aus, wenn ich auftrage als Funktion der Zeit die Maximalparameter, das Triple-Produkt, was ich vorhin gezeigt habe, also n mal ti mal tau e, das ist der Zielparameter der Fusionsforschung, da ist vielleicht hier oben die Zündung und in einem Reaktor sollte es stationär sein. Das heißt, das sieht man einfach sozusagen, dass egal wie lange ich das mache, ich habe immer diesen Wert. Dann ist vielleicht hier der beste Wert, den Jet mal erreicht hat. Und dann ist auf der Skala hier unten vielleicht Sekunden und da sind vielleicht 10 Sekunden und da sind Minuten und da sind Stunden und logarithmische Skala vielleicht. Und wenn man jetzt schaut, was die Einhüllende, wenn all diese Experimente, die gemacht wurden bis jetzt, wie die Einhüllende aussieht, dann sind die höchsten Performance-Werte vielleicht für eine Sekunde oder 2, 3, 4, 5 Sekunden. In Jet, das Video, was wir neulich gemacht haben, 5 Sekunden erreicht worden, dann sieht man das. Und dann geht es runter. Und die Kurve geht immer weiter runter. Und da gibt es irgendwann sozusagen bei ganz niedriger Performance ganz lange Experimente. Und das heißt, wir haben einerseits sowas wie den Jet in Kurzpuls, nicht supraleitend spulen, wo man ausschalten muss nach einer Weile, nach ein paar Sekunden oder 10 Sekunden. Und dann haben wir hier vielleicht supraleitende Experimente, aber die nur ganz wenig Heizleistung reingetan haben. Und an dieser Grenze hier zu sitzen und zu sagen, wir wollen eigentlich da bei hoher Performance in diese Richtung gehen, da gibt es noch nicht so viel. Es gibt das EAST-Experiment in China. Das hat so ähnliche Werte wie W7X vielleicht erreicht in diesem und sitzt vielleicht hier irgendwo an der Kante. Es gibt in Japan den Stellarator LHD, der sitzt auch in dieser Gegend. Aber was man wirklich machen will, ist, man will in diese Richtung gehen, bei hoher Performance tatsächlich lange Zeiten machen. Und ich zeichne jetzt den Punkt nicht ein, den wir da haben, weil der noch nicht fertig ausgewertet ist. Das Experiment ist mal gerade 2 Wochen alt, aber W7X soll genau in diesen Bereich vordringen. Und warum kann W7X besonders gut in den Bereich vordringen? Es gibt auch supraleitende Tokamaks. Warum machen die das nicht? Der Tokamak muss immer den Strom irgendwie nicht induktiv treiben, also nicht mit dem Transformator. Und um das effizient zu machen, ist der Tokamak immer bei niedriger Dichte und hoher Temperatur. Und man hat nicht diese freie Wahl der Plasmaparameter. Bei W7X muss kein Strom getrieben werden und deshalb kann W7X zum Beispiel zu viel höheren Werten der Plasmadichte gehen und damit auch einen viel höheren Fluss von Teilchen auf die Wand machen. Und das ist eigentlich was wirklich spannend wird, wenn wir dann mit W7X in diesem Parameterbereich vorstoßen und schauen können, wie verhält sich es denn da sozusagen. Kann man denn auch dieses Triple-Produkt, die hohen Werte der Performance, ich hatte vorhin diesen Rekordwert gezeigt, der ist für ungefähr eine Sekunde da gewesen, kann man denn den auch über Minuten machen. Und W7X ist dafür ausgelegt, das tatsächlich eine halbe Stunde lang zu machen. Und da sind wir jetzt auf dem Weg dazu. Ich hoffe, dass euch das sozusagen ein bisschen erläutert hat, was hinter dieser Pressemitteilung steckt. Auch gezeigt hat, dass W7X wieder im Rennen ist, sozusagen in Betrieb gegangen und jetzt schöne Ergebnisse liefert. Und vielleicht gibt es ja in einem halben Jahr oder in einem Jahr neuere Ergebnisse, wo man dann mal wieder ein Video dazu macht. Wie üblich würde ich mich freuen, wenn es Kommentare gibt zu dem Video unten dran. Ihr wisst, wir checken die Kommentare immer wieder und hin und wieder gibt es auch mal einen Kommentarcheck dazu. Und ansonsten möchte ich mich für heute von euch verabschieden.
Welcome to an episode of VideoWissen. Today we will talk about fusion research and in particular about recent results which you could see in the press release, which come from the W7 Accelerator experiment located in Greifswald, Germany. And the press release, I have the German version here, it's not important, I will show you slides, figures afterwards. The press release said milestone, W7X reaches a milestone and it is 8 minutes of plasma operation and it is more than 1 gigajoule of energy which is put through the machine. And what I want to do in the next 15 minutes or so is I want to explain why is this important, why is it a milestone, what does it mean and what does it mean to run a fusion device in stationary and steady state. And to do this I will go back to the basics and explain what a stellarator is. So in fact there are tokamaks and stellarators as the magnetic confinement devices for fusion research, and in this graphics you will see this. On the left hand side you see the tokamak, which we have one here in Garching where I'm sitting now, Garching by München. This is Germany, southern Germany. It's called Astix Upgrade. There is JET in the UK, there is ITER under construction in Katarash. They are all tokamaks, meaning that the plasma, which is this yellow annulus torus in the center of the device, the magnetic field, the magnetic cage of the plasma is made up by the red coils, which provide a toroidally winding field, and then there is a huge plasma current, like 1 megamp in Astix Upgrade, maybe 3 megamps in JET, which is driven by a transformer. This is the solenoid, the pink solenoid in the center. It means that it's a sort of simple device because you have planar coils. On the other hand, it is usually pulsed because if you have to drive the current in the plasma by the transformer action, the transformer current, the primary current in the transformer changes all the time. So after some time you will have to stop the pulse. On the other hand, on the right-hand side you see the stellarator. The stellarator, this is now W7X, Wendelstein 7X in Germany, not in the north of Germany, near the Baltic Sea, Greifswald. And in this device, both components, toroidal and poloidal magnetic field, are generated by external coils. There is no plasma current. There is no need to drive a plasma current. You can see that because of this, the coils look much more complex. These blue guys, which are the coils, are actually 3D objects. But then on the other hand, since there is no need to drive a current, it is stationary. So you have a simpler device, but it is pulsed. You have the stationary device, inherently stationary device, W7X. And the W7X device I will show quickly. This is the plasma, which you could see in the slide before already, which was optimized according to 7 different criteria, amongst them, for example, the energy confinement and also the stability against pressure-driven instabilities. You need to put a coil system. In W7X, this coil system is superconducting. So there is another part of the coils added to this such that we can play around with the configuration of the magnetic field. Since they are superconducting, well, first of all, you have to put this onto a support structure and put feeders and stuff. You also have to put a cryostat around it. And in the end, you only see the cryostat from the outside. And it means that the coils are cooled down to minus 270 degrees C, like 4 point something Kelvin, because it's helium, which is the coolant in there. Then the coils are superconducting, the current flows with no electrical resistance, which also means you can exploit fully the steady state conditions of the stellarator. So this is the experiment, how it was built up and then taken into operation in 2015. With helium plasmas and 2016 with hydrogen plasmas. And since then we operated the experiment for 4 years until 2019. And in fact we reached some really nice results, which I will show you a glimpse of in a second. But before, let me say one thing which is important. W7X at that time, in the last period, was what is called inertially cooled, meaning that the first wall of the device, which is the component that sees the plasma made up of heat shield tiles, this was inertially cooled. What does it mean, inertial cooling? Well, inertial cooling means that you have heat impinging on a surface, the surface heats up,
so does the whole tile. And inertially cooled means that the surface temperature keeps climbing, so does the temperature of the tile. But if you have a very large block which you heat up, you have quite some heat capacity, quite some inertia for heating, and this means that for a certain time you can just put heat into it and see how the temperature rises. If you stay below the melting temperature, it's not a problem. So this is why the tiles would usually look something like this. So this is a structure, simple block, if you like, and if you have the plasma, for example, sitting here and there is heat coming by radiation and by particles along the magnetic field lines, you would heat this up, and it is clear that if you want to do this, in fact, you want to have a really large chunk of material with a high heat capacity, so it just heats up, and then at some point you reach the temperature, the maximum allowable temperature at the surface, and then you stop the experiment, and then there is maybe a cooling pipe somewhere down here through which you flow water, and that removes the heat on a longer time scale after you have done the experiment. So that enabled us to do experiments on short pulses, and some of the results you can see here. One thing is, this is the magnetic field in vacuum. These are magnetic field lines visualized by electrons which run along the magnetic field lines, and then they go into contact with the fluorescent material, which gives these very nice pictures here. And so you see actually individual magnetic field lines, and they line up pretty much very precisely the way they were designed to do. So they have very well defined magnetic surfaces. We can tell from this picture that the precision is very high, even in this large apparatus W7X with 10 meters of diameter, there is a precision on a millimeter level in terms of positioning the coils. So that's pretty nice. And then if you start the plasma, what you will see is that if you look at the so-called triple product, this is density times temperature times energy confinement time. This is what measures the success of a fusion experiment. In fact, you can see up here the lines break even when you would have as much heat generated by fusion as you put in, or even ignition up here, the green line. And stellarators were nowhere on this diagram. Then there is the LHD in Japan, and now W7X, which broke a record already, and the red point here, which is pretty much high up, is what was done in the period up to 2019. However, keep in mind it was done in short pulse, because this is what I said before, due to the inertial cooling, you could only do this in short pulse. Now on the next slide, you actually see a very nice experiment which tries to exploit the steady state, the long pulse capability. So this is operation of the W7X plasma. That's a function of time. You can see the time traces going on. And what you actually see, that's pretty boring because everything becomes stationary. And this is really good because this is what you want. You don't want surprises and excursions and stuff. So we could actually demonstrate for 30 seconds that we could keep the thing stable. We put something like maybe 4 to 5 megawatt into the plasma. We had a limit in the total energy which you could inject, which was limited to something like 75 megajoules. And this is just because still some of the structures heat up because they were inertially cooled and not actively cooled. Now, I said already the machine is now actively cooled, fully actively cooled, to extend the parameter space from 2022 on. And this is what we did in these 3 years. Now, you might ask yourself, why does it take 3 years in order to replace all of this? Well, this is somehow connected to what I showed here. It is not that you can just change slightly the design of this and then you would come to a stationary component. Rather, you will have to change it quite a bit, because remember, you are in steady state, you are no longer in the condition where the inertia of this, the block, the heat capacity takes the heat and the temperature is rising. You want the temperatures to be constant. So there is a certain temperature up here, put it red because it's high, so there's a certain temperature up here at the surface maybe, and then the temperature decreases down here. So if you have a coolant, like water here, you have a difference between the surface temperature and the coolant temperature, and that's basically given by the heat conductivity and by the distance. So the shorter the distance, the lower the difference in temperatures. And actually it turns out, if you want to keep this to a manageable temperature at the heat fluxes we are expecting,
you will have to put your pipe pretty close to the surface. So it's a different concept. Here you rely on the inertia. Here you rely on the water, which takes away the energy or the power, actually the heat, which is deposited in this. And so if you want a manageable difference between cooling water temperature and surface temperature, you have to have a really thin structure. So this is a more fragile structure and very different from the blocks we had in there before, meaning that we had to take out all of the interior of the vessel, I mean of the first wall components, and replace by actively cooled elements. And this is quite a job, you can imagine, in a machine like W7X. I have some pictures of this here, which I can show. So on the left-hand side of this, you just see the tooling. Actually, this is mainly the tools which are brought into the vacuum vessel in order to do the replacement of this. And then on the right-hand side, you can see how some of this stuff is mounted. There are modules. These are the graphite tiles, which should take the heat then. And you actually see a poor person lying here in the vessel, because of course, some of the stuff has to be put overhead. So you have to have special tools which keep your components in place. And then remember, you have to install them with very high precision. So this is really a job which took quite a long time. And also the piping, by the way, on the next slide, you see the piping. So the gray stuff is now the water piping, which we had to install in the machine, which is a lot. There's actually a cutaway, which is similar to what I've shown you before. Now it's the water piping in there. And you can imagine that, first of all, installing this, it should all be leak tight, absolutely leak tight, because you run this in vacuum inside the vessel. It has to be leak tight, it has to be connected, it has to be gauged such that the pressure is the same everywhere. And so we were very happy that by middle of 2022 we could recommission the machine, take into operation, and in fact there was no leak and no problem with this at all. And this then actually enabled us to do the experiments. So you look at the interior of the vessel. Well, first of all, you look at the exterior, you see all this piping. And the interior, you now see the actively cooled components here. And these were used to do the experiments. And I show you the experiment right away. I have a video on the left-hand side, which is a bit like what I showed before, in the sense that it's boring. And when I say boring, this is still 15 million degree in the center, 1.5 kV. It's the same temperature as in the center of the sun, right? So it's actually pretty hot, but it is very well behaved. That's what I mean by boring, actually. So it's a well-behaved plasma. And the difference to before is that we would have to sit and watch this for 8 minutes in order to see the end of the video, which I will not do. Rather, on the right-hand side, you see an infrared picture of the first wall, where the most of the energy goes to some of the spots on the first wall. And this is now in fast forward, so that you can see within some tens of seconds the whole discharge. So if you look at the right-hand side, you see the so-called strike line. This is where the plasma hits the wall light up. You see some hot spots, but you also see that the temperature after some time is no longer climbing. And this is indication we are now really in steady state, and everything works just perfectly up to our expectation. In fact, I mentioned 75 megajoule for the previous configuration as the limit, and now we have reached 1.3 gigajoule already, which actually is more than the milestone we had set for 1 gigajoule of this. So this is actually a pretty good success. And the question is, like always, will we call this video a breakthrough in nuclear fusion? Okay, I think it's not a breakthrough. I think a breakthrough is something spectacular, slightly unexpected, which opens doors to something completely new, which you didn't expect before. We expected this, but we expected it would be very tough to reach it. And actually, we got there faster than we thought. So this means, I would call it really a milestone. We reach a milestone. We show a new capability of the machine, which now lets us explore things which were not possible to explore before. And it's a big success for technology. I mean, building all this stuff, that everything is really cool, such that it doesn't overheat and sort of start to glow and you have to stop before. This is really a great success. So what will this do for us? Well, if we look in the future, I think what we mainly plan to do is this year. You can, for the existing experiments,
plot as a function of the discharge time the triple product. This is this, I had the graph before where you saw n times t times tau, which is the Lawson criterion, which is what you want to reach. So n times t times tau e. And then there is a value, for example, for a fusion reactor where you would say, this is what I want to reach, and I want to reach it in steady state. Now then you can look at what has been reached so far. So take JET, the largest fusion experiment in the world, and look at the record discharge with deuterium tritium. And it's maybe this value here, it's really arbitrary units on the axis. But you will see that if you look at this performance, and you look at how people did this for a longer time, longer and longer discharges, the curve will look something like this. And if you look on the axis, you will have seconds here and tens of seconds here and then maybe minutes here, but you really want to go for hours and days and maybe even a year if you think of a fusion reactor. And this is due to all the performance limitations that the experiments have had. In the tokamaks, in fact, you have a problem driving the current. So you also have copper coils you can't go for very long. In fact, the intermediate range is filled by the Japanese stellarator LHD and the Chinese tokamak East, where they explored this range, but they couldn't really go in this direction. Everything which is down here has very low plasma performance. So it's really like a more like a light bulb than like a hot plasma, where you go for days or hours. And this region in between becomes quite interesting to see if you can do this without degradation of the performance. So we are expecting that W7X is going somewhere out here, which will be unknown territory, uncharted, and it will be great to see how we go there. And in fact, we are scratching this. I don't show the point that the experiment is actually only 2 weeks old, so we are still debating exactly about the values. But we are sitting somewhere exactly at this border. So saying that if we increase the heating power, which was 2.7 megawatt at present, we increase to say 5 megawatts, and we go and do this for 10 and then ultimately even half an hour, 30 minutes, we are very sure to reach this new territory where nobody has been before. And this is the great thing that makes us so excited about this now. And I should say tokamaks will always have a problem to go into this direction because they will have to drive the current in order to do so, different than a transformer. In order to do so, they will have to put plasmas of very low density to have high current drive efficiency, so they will always be stuck in this parameter to relatively low values. W7X, it doesn't actually care what the density is. It's actually beneficial to have higher density because then exhaust of the power from the plasma becomes simpler. And so we think that this can explore also in terms of individual values of N and T, a large range in here, which is not accessible to tokamaks, including at the high density also the flux of particle to the wall, which is quite interesting for the plasma wall interaction. So I hope this was a bit enlightening to you in order of to understand what this press release really means. And if you find it interesting, if you have questions, you can put questions in the comments section below. We look at these. I try to answer from time to time the comments and the questions in this section. But for today, I say thank you for your attention and goodbye.